Es ist ein sehr großer Mut, den man braucht, Weltbilder in Frage zu stellen, die man durch Erziehung und durch alle möglichen Dinge bekommen hat. Weil wir müssen ja teilweise das ganze Leben in Frage stellen, für was wir gelebt haben. Das können viele nicht, und dann kommen noch die Abhängigkeiten dazu, es kommen die Zwänge, es kommt das sogenannte Hamsterrad dazu. Jeder hat sein eigenes Hamsterrad. Und das war auch mit ein Grund in meinem Freundeskreis, wo ich gespürt habe, selbst wenn sie wollten, sie können ihr Hamsterrad nicht verlassen. Wir wissen alle, dass über die Medien Kriege lanciert werden. Ja? Wir haben zu jedem Krieg haben wir die Lügen der Medien, die Manipulationen der Medien. Das ist das, was die Medien nie getan haben. Ja? Sie reden an den eigentlichen Dingen vorbei. Sie machen keine historische Aufarbeitung, weder 1945 noch 1990. Sie reden die Dinge schön. Sie machen das absichtlich, teilweise, weil sie Milliardenkonzerne sind, die auch im Auftrag solche Beschönigungen zu tun haben, ja, im Laufe der Jahrzehnte. Wir können sogar belegen, das ist auch Teil unserer Initiative, dass wir dokumentiert haben, wie Verfassungsbruch begangen wird, indem Zensur ausgeübt wird. Wir haben der ARD und ZDF ein Ultimatum gestellt. Wir wollen Dialog, wir wollen einen Versöhnungsprozess. Denn das ist unser Rundfunk, und wir wollen den auch nicht hergeben. Ja? Wir wollen nicht, dass das passiert, was in Frankreich gerade passiert, dass die Gebühren abgeschafft werden. Dieser Rundfunk gehört uns, und wir wollen ihn bezahlen dafür, dass wir Freiheit bekommen in den Informationen. Hallo liebe Zuschauer von Eingeschränkt TV. Wir besuchen heute den Leuchtturm in der Nähe des Starnberger Sees. Vielen Dank, Jimmy Gehrum, dass du uns die Gelegenheit gibst, mit dir über dein Projekt zu sprechen. Aber gleich am Anfang, gibt es überhaupt am Starnberger See einen Leuchtturm? Ja, also servus Alex erstmal. Ein Leuchtturm? Nee, ich weiß, ja doch, ich weiß, es gibt immer Sturmlichter. Ja? Weil wenn Sturm ist, dann sind die Segelboote in Gefahr, und da flackert es immer links und rechts und unten und oben. Okay. Der Leuchtturm, das ist dein Projekt, Leuchtturm ARD, ORF, SRG. Ja, damit wollen wir uns gleich noch beschäftigen, für eine ehrliche und gerechte Medienlandschaft, na, um das mal vorwegzunehmen. Aber wer dich noch nicht kennt, Jimmy, ja, wer bist du und wie kommst du zum Thema? Ja, zum Thema komme ich eigentlich, weil ich ein Privatstudium mir geleistet habe. Ich bin Freiberufler, Filmproduzent war ich lange Jahre, und habe mir gedacht, ich will eigentlich verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Es hat mich immer gestört, dass wir eigentlich ja sehr, sehr hohe technische Entwicklung haben und trotzdem so viel Hunger und Krieg und Leid. Das passt nicht zusammen, habe ich gedacht. Und dann habe ich mir wirklich ein jahrelanges Privatstudium gegönnt, und zwar wirklich unabhängig, indem ich die Blüten des Internets genutzt habe. Ja, heutzutage haben wir da brutal umfangreiche, kompetenten Journalismus und auch Wissenschaften. Alles, was sich da so tut, man hat eigentlich Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit. Man kann sogar online studieren und alles. Ja. Wenn man die richtigen Fragen hat. Ja, natürlich. Und wenn man auch die Dinge von mehreren Seiten betrachten möchte, ja, um sich auf die Suche nach einer Wahrheit zu machen. Denn die Wahrheit selber gibt es nicht, sondern es gibt nur eine Annäherung. Ja. Mhm. Und das hat mich thematisch dann dazu gebracht, dass ich nach einer Lösung gesucht habe. Ja. Okay. Gibt es da ein Ereignis, das dich ins Zweifeln gebracht hat, ein auslösender Moment? Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du knapp 50 Jahre einfach, ja, wie soll ich sagen, auf der Mainstream-Welle mitgeschwommen bist. Richtig, ich habe das nicht hinterfragt, und Gerechtigkeit hat mich mein Leben lang interessiert, aber ich war sehr unpolitisch und habe eigentlich nur so mein Leben gelebt. Und aber bei meiner Recherche bin ich dann über Dr. Daniele Ganser gestoßen, einen Vortrag in Tübingen 2014. Und das war wirklich ein Schockerlebnis, weil ich da einen wissenschaftlichen Zugang dazu gefunden habe, dass wir hier in Parallelgesellschaften leben, ja? dass wir medial und also es war deswegen ein Schock, weil das war eine Welt, die ich dann versucht habe, meinem gesamten Umfeld klarzumachen. Leute, schaut euch das mal an, das ist doch jetzt eigentlich eine andere Sicht auf die Welt, da müssen wir doch eigentlich unser Weltbild in Frage stellen.
Und das haben die alle nicht gemacht. Die haben diesen Schock nicht erlebt. Das hat mich wirklich gewundert. Das heißt, ich habe dann gelernt, man muss bereit sein, sein Weltbild in Frage stellen zu können. Das braucht eine gewisse Grundlage, vielleicht auch eine Sicherheit, die man im Leben gewonnen hat, dass man an sich auf eine Wahrheitssuche begeben hat. Das hat mein ganzes Umfeld nicht gepackt. Die konnten nicht das Weltbild in Frage stellen, was sie hatten. Also der Vortrag von Daniele Ganser, ja, der hat dir quasi so einen Schubs gegeben. Ne? Hops, hier ist ja noch was Neues. Hast du diesen Vortrag auch deinen Bekannten, du hattest ja anschließend so ein Sendebewusstsein entwickelt, nahegelegt, das auch mal anzuschauen? Haben die es überhaupt getan? Genau, das meinte ich, dass dieses Sendungsbewusstsein hatte ich dann, weil das war wirklich ein völliges, es war wirklich eine Überraschung für mich selber, ja, dass man das so fundiert bereits weiß. Ich dachte immer, das ist eine Unsicherheit, da ging es ja auch um das Thema WTC7. Und das, ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste zwar, dass das irgendwie ein sehr komisches Ereignis war in der Weltgeschichte, aber die Art und Weise, wie das wissenschaftlich fundiert schon geklärt war, das war mir nicht klar. Und dass mein Sendungsbewusstsein dann eigentlich in Nirvana gelandet ist, hat mich dann dazu geführt, okay, man kann niemanden zwingen zu so einer Erkenntnis, sondern man muss sich da auf den Weg machen. Und das war eigentlich der Beginn meiner Reise. Ja. Ich wollte dann wirklich das wissen, warum das zu diesem WTC7 gekommen ist. Und Geschichte war schon immer mein Hobby. Dann habe ich die gesamte historische Entwicklung bis 5000 Jahre in die Vergangenheit untersucht. Konkret hat dieser Tag 2001 eine Vorgeschichte, die mindestens 120 Jahre in die Vergangenheit geht. Also diese WTC-7-Geschichte. Ja. So, okay. Sag mal, kannst du das Gefühl noch beschreiben, nachdem du aus diesem Vortrag herausgegangen bist, ja, der offensichtlich bei dir ein paar Paradigmen umgeworfen hat? Na, war das eine Art Hilflosigkeit? War das pures Interesse oder bist du da kopfschüttelnd rausgegangen? Wie konnte das 20, 50 Jahre an mir vorbeigehen? Kannst du dieses Gefühl noch irgendwie aufrufen? Es war auf jeden Fall, ich habe es immer als Schock bezeichnet, weil es war ein neues Weltbild. Es war eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich 10 Jahre so befürchtet habe. Ja. Also ein Gefühl war schon da. Ja, genau. Und es war eine Bestätigung dessen. Und deswegen wollte ich dann mehr wissen, weil die Tatsache an sich, dass da Ungereimtheiten sind, ist das eine. Aber die Gründe und die Ursachen und die Zusammenhänge, wie gesagt, vor allem die historischen Zusammenhänge, das war dann wirklich eine jahrelange Arbeit. Okay. Also das ist ja so ähnlich wie im Buch oder dem Film Die Matrix. Du konntest dich entscheiden für die blaue oder für die rote Pille. Welche willst du haben? Genau, also ich würde die rote nehmen. Ja, die habe ich auch schon mal gemacht, aber ich gucke mal, ob die wieder was macht mit mir, diese rote Pille. Also Himbeeren sind auch gut, weil sie körpereigenes Fett verbrennen. Ach so, dann nehme ich noch eine. Ja. Also wenn ich jetzt hier schrumpfe währenddessen, das hat nicht der Kameramann gemacht. Ne? So, okay. Nein, sehr schön. Also rote Pille, du hast gesagt, hey, hier stimmt was nicht. Ich sehe die Welt plötzlich aus einem anderen Winkel. Ja, und das ist dir 50 Jahre lang verborgen geblieben. Ist das jetzt ein Versagen deiner Aufmerksamkeit in diesen 50 Jahren gewesen? Oder wie urteilst du, wenn Menschen noch immer quasi das Weltbild, was uns über die großen Medien vermittelt werden, ungeprüft einfach übernehmen und als Gesetz sehen? Es ist ein sehr großer Mut, den man braucht, Weltbilder in Frage zu stellen, die man durch Erziehung und durch alle möglichen Dinge bekommen hat. Es geht ja auch um ein Wertesystem. Und wir leben seit dem 19. Jahrhundert in einem mechanistischen Weltbild. Es wurde immer materialistischer, sehr konsumorientiert. Wir haben sehr viele spirituellen Werte in den Hintergrund gedrängt und hat uns in eine gewisse Richtung entwickelt. Und deswegen stelle ich vor allem fest, wenn wir die falschen Werte haben, dann tut's uns natürlich, dann fällt es uns noch schwerer loszulassen. Weil wir müssen ja
teilweise das ganze Leben in Frage stellen, für was wir gelebt haben. Das können viele nicht und dann kommen noch die Abhängigkeiten dazu, es kommen die Zwänge, es kommt das sogenannte Hamsterrad dazu. Jeder hat sein eigenes Hamsterrad. Und das war auch mit ein Grund in meinem Freundeskreis, wo ich gespürt habe, selbst wenn sie wollten, sie können ihr Hamsterrad nicht verlassen. Und du hast ja vor allem diese Zwänge mit Familie und mit dem Geldverdienen und sowas. Das sind alles Dinge, wo dann auch jeder seinen Vorteil sucht. Und dann haben wir das Konkurrenzdenken, auch wieder so ein Wert, der durch die Bildungssysteme zu uns hingeführt worden ist. Und dann sind wir Teil dieser westlichen Allianz. Und diese westliche Allianz ist pure Heuchelei. Das ist das, was richtig schrecklich war zu erkennen, dass wir in einer heuchlerischen Welt leben. Und meine Antwort ist deswegen die Ehrlichkeit. Also diese Heuchelei kann so nicht weitergehen. Okay, aber du hast gesagt, du brauchst Mut dazu. Ja? Du brauchst Mut dazu, komplett Dinge zu hinterfragen, die wie zementiert ganz stabil in deinem ehemaligen Weltbild standen. Fehlt es den Menschen an Mut oder ist es einfach die Mühe, ne, dass die sagen, ach, ich müsste ja hier eine halbe Stunde mal oder eine Stunde etwas lesen. Denkst du, es ist auch Bequemlichkeit? Das Spannende ist, dass man das konstruieren kann. Wir haben Aldous Huxley, Schöne neue Welt, und wir haben George Orwell und wir haben Gustav Le Bon und Walter Lippmann und Edward Bernays, die Massenpsychologie untersucht haben vor 100 Jahren. Wir wissen also genau, was man mit denen machen kann, wie man in ihre Gehirne dringen kann und was man für Ideen pflanzen kann, was man für Ideologien pflanzen kann. Das sind Wissenschaften. Und wenn man diese Wissenschaften nutzt, um eine Herde in eine bestimmte Richtung zu bringen, ja, dann hat man da sehr viele Möglichkeiten. Deswegen würde ich dem Einzelnen da gar nicht so viel Vorwürfe machen, sondern wir müssen wirklich begreifen, was für eine Zivilisation wollen wir hier eigentlich? Ja? Was haben wir jetzt hier eigentlich 150 Jahre uns gefallen lassen? Oder sagen wir so, 1945 hatten wir die Gelegenheit, unsere gesamte Ideologie und unsere ganze Zivilisation zu verändern, ja, und haben neue Modelle gebaut, ja. Und 1990 hatten wir diese Chance ein zweites Mal. Das heißt also, allein jetzt in den letzten 100 Jahren war das zweimal der Fall, dass wir viele Möglichkeiten hatten. Und wenn du das genau anschaust, was da für Entscheidungen getroffen worden sind und was für Fehler gemacht worden sind und was für Beeinflussungen stattgefunden haben, dann kommst du ganz nah an den Punkt, wo du sagst, okay, hier hätte die Menschheit eine andere Richtung einschlagen können oder das und das war gut gemeint, ist aber nicht gut ausgeführt worden und so weiter. Ja. Okay. Das ist eigentlich der Kern der Untersuchung. Und ich habe das Gefühl, 2022 ist jetzt unsere dritte Chance. Okay, also dieser Mut, den auch ihr vielleicht habt, wenn ihr jetzt gerade folgt, und diesen Mut, vielleicht dieses Interview auch zu teilen, dafür danke ich euch schon jetzt. Und es soll nicht nur um einen Rückblick gehen über die letzten 100 Jahre, na, und was da vielleicht mehrfach versäumt wurde, na, einzurichten im Sinne der Gerechtigkeit. Ich nehme mal das Thema Gerechtigkeit ganz oben als deinen obersten Wert. Aber wir können ja jeden Tag, und du sagst 2022 ist für dich ein entscheidendes Jahr, aber jeder Tag, an jedem Tag beginnt der Rest deines Lebens und wir haben jetzt den Mut, jeder Einzelne etwas zu tun. Und du hast dich entschlossen, jetzt etwas zu tun. Bevor wir allerdings auf dein Projekt kommen, na, wie das jetzt konkret aussieht, es ist natürlich auch eine Menge Medienkritik erstmal da, so nach dem Motto, das könnte besser sein, das müsste besser sein. Für denjenigen, der das noch nicht erkannt hat, kannst du so vielleicht 1-2 Beispiele mal bringen, an dem die Medien uns fehlinformiert haben, manipuliert haben und was für Folgen möglicherweise daraus entstanden sind? Ja, also das Wichtigste ist natürlich, wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, dass man... Also wir haben ja eigentlich die vierte Säule, den Journalismus, der uns umfassend, multipolar, ausgewogen berichten sollte über die Art und Weise, wie wir unsere Zivilisation zu führen hätten. Ja?
Und das Interessante ist, dass wir in einer Welt, wo wir angeblich Demokratie und Pressefreiheit haben, dass es da rote Linien gibt, die zum Beispiel an der Stelle verlaufen, wenn der Staat selber Verbrechen begeht, wenn der Staat selber von innen heraus bedroht wird, dann gibt es da eine rote Linie. Für mich war ganz entscheidend im Leben der Kennedy-Mord. Ja. Das ist ein ganz entscheidendes Ereignis im 20. Jahrhundert. Und für den freien Journalismus ging es dann um die Frage, darf die Bedrohung von außen kommen oder dürfen wir thematisieren, dass sie vielleicht auch von innen kommt? Und das ist das Tabu, was uns in die falsche Richtung gebracht hat. Wir müssen offen darüber diskutieren können, wenn wir spüren, da ist eine Bedrohung auch von innen, dann muss der Journalismus die Aufgabe wahrnehmen, dass er das auch die Bedrohung von innen thematisiert. Wir haben überbordende Geheimdienste und Geheimdienststrukturen, die man über die Jahrzehnte beobachten und studieren kann. Und ein Teil davon sind dann solche Dinge wie die Untersuchung des Kennedy-Mordes. Und das ist deswegen so interessant, weil mich das schon als Jugendlicher sehr stark interessiert hat. Und ich 50 Jahre lang keine Ahnung hatte, dass das längst aufgeklärt ist. Das ist ein Ereignis, was bis ins Detail aufgeklärt ist. Und die ganze Literatur dazu ist bereits in den 70er, 80er Jahren veröffentlicht worden. Ja. Und trotzdem haben wir eine leitmediale Welt, die uns 2013 zum 50. Jahrestag darauf aufmerksam macht, in den Leitmedien, ja, das war ein gewisser Herr Oswald. Okay, also, aber du sagst, das ist schon längst widerlegt, schon seit den 70er Jahren. Wie haben die das geschafft, das von unseren Köpfen, von unserer Wahrnehmung fernzuhalten? Genau, das ist das Faszinierende. Und das ist eigentlich eine Beleidigung für den Menschenverstand. Ja. Und wenn man sowas erlebt oder analysiert, dann stellt man natürlich fest, dass das geht natürlich viel weiter. Wir wissen alle, dass über die Medien Kriege lanciert werden. Ja. Wir haben zu jedem Krieg haben wir die Lügen der Medien, die Manipulationen der Medien, die Art und Weise, wie wir gelenkt werden, ja, mit massenpsychologischen Mitteln. Und das können wir über die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte beobachten, wie wir medial in die Kriege geführt werden. Das heißt, wir stellen fest, hier gibt es das 1% der Hirten, ja, nennen wir sie mal die Hirten, ja, die haben ein Interesse an diesen Konflikten und die 99% hatten das noch nie, egal wo man in die Weltgeschichte schaut. Ja. Und deswegen muss es künstlich gemacht werden. Und dafür gibt es Manipulationsmethoden. Also da können wir natürlich viele Beispiele nennen, wie zum Beispiel die Brutkastenlüge 1991, die war besonders... Was mir generell so aufstößt, ist die mangelnde historische Aufarbeitung. Denn wir reden hier ganz konkret von unserer Zukunft und unserer Gegenwart. Und die Parallelen könnte man aus der Vergangenheit erstmal ziehen, dass man erstmal eine Schablone hat. Genau, aber das ist die Aufgabe des Leitjournalismus. Der Leitjournalismus muss das ins Verhältnis setzen, damit solche Konflikte wie aktuell richtig behandelt werden. Ja? Das heißt, die Ukraine-Krise hat eine Vorgeschichte von 2014 Maidan und 2001 die Rede von Putin im Bundestag. Das heißt, meiner Meinung nach noch länger, ne? Nach der deutschen Einheit, 2+4 Verträge, die NATO rückt keine 2 Zoll Richtung Osten. Natürlich, ja. Oder Brzezinski, der eben die Bedeutung der Ukraine 1997 in seinem Buch Die einzige Weltmacht thematisiert hat. Also wir wissen ganz genau, was hier abläuft, ja, und das seit Jahrzehnten. Und die Leitmedien haben die Verpflichtung, das aufzuarbeiten. Und zwar haben die dann auch genau dieses Narrativ der 99% zu bedienen, nämlich, dass wir Frieden wollen, dass die Russen Frieden wollen und dass die Ukrainer Frieden wollen. Und das ist nur ein Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben ganz klar die Informationslage, dass die 99% diesen Krieg nicht wollen. Und dass der auch gar nicht nötig ist. Denn wir sind vernünftige Leute und können uns an einen Verhandlungstisch setzen. Dass der stattfindet, ist eine Beleidigung für die Menschheit. Und wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen. Okay. Also normalerweise hätten die Medien, gerade öffentlich-rechtliche Medien, den Auftrag, uns
mit diesen Zusammenhängen, mit diesen Vorgeschichten, mit diesen Versäumnissen, mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen bekannt zu machen. Stattdessen verdingen die sich offensichtlich als eine Art Brandverstärker, Hassverstärker, Feindbildverstärker, Kriegsrechtfertiger und so weiter. Kann man dann überhaupt noch davon sprechen, dass die ihrem Auftrag gerecht werden? Eben nicht. Wie ist der Auftrag eigentlich? Ja, im Medienstaatsvertrag steht drin, dass sie verpflichtet sind zur Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Ja. Alles drei wird gebrochen. Ja. Und wir können sogar belegen, das ist auch Teil unserer Initiative, dass wir dokumentiert haben, wie Verfassungsbruch begangen wird, indem Zensur ausgeübt wird. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die jetzt in den letzten zwei Jahren so richtig an die Oberfläche kommen, dadurch, dass wir uns in einer sehr intensiven Krise befinden. Aber es hat alles eine historische Genese natürlich. Ja? Und das ist etwas, das sich durch die Jahrzehnte zieht. Und es reicht halt nicht, das akademisch zu analysieren. Die unabhängigen Nachrichtenportale machen diese Analyse in sehr kompetenter Art und Weise. Ich habe davon profitiert, weil ich das jahrelang dadurch mich umfassend informieren konnte. Auch international, hervorragende internationale Portale. Aber wir müssen auch etwas dagegen unternehmen. Und deswegen müssen wir fragen, was können wir denn tun? Weil wir kennen natürlich die Strukturen, die Machtstrukturen, die sich da so selbst verkrustet haben. Ja. Und jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben, wenn wir jetzt zur Lösung kommen, könnte ich das erzählen. Ja. Die Lösung sind natürlich die Leitmedien, die uns selbst gehören. Okay, über die Lösung und den Weg, den du vorschlägst, wollen wir gleich sprechen. Du hast gesagt, in den letzten zwei Jahren. Also die letzten zwei Jahre waren ja extrem geprägt durch diese ganzen Lockdowns, Corona und so weiter. Und jetzt eben aktuell über die Ukraine-Krise. Wann ist dir der Kragen geplatzt und wann hast du gesagt, jetzt muss ich tatsächlich aktiv werden? Ja, da kann man sagen, ich war sehr froh, als der März 2020 gekommen ist. Denn ich habe gewusst, wir brauchen einen Anlass. Und als die Corona-Krise kam, habe ich gedacht, endlich ist es vorbei. Endlich ist die Heuchelei vorbei. Und deswegen habe ich eigentlich sofort angefangen mit dem Leuchtturm. Ja? Der hieß damals noch nicht Leuchtturm. Wieso war damals die Heuchelei vorbei? Die Heuchelei, das war, weil ich ja vorher schon jahrelang Geopolitik studiert hatte. Ich wusste also, in was für einer heuchlerischen, verlogenen Welt wir leben. Und ich wusste, was alles schiefläuft. Und dass wir in einem Betäubungszustand sind. Und ich wusste im März, dass die Betäubung jetzt zu Ende ist. Und das ist das, was mich dann so vorgestimmt hat. Ja? Ich wusste, jetzt ist das Ende. Jetzt sind wir im Endspiel. Ja gut, aber viele haben ja die Betäubung wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Ja, die sind dreimal geboostert und haben immer noch Angst, aus dem Bus auszusteigen ohne Maske. Ja, also ich rede jetzt von meiner persönlichen Erfahrung. Also, ja, weil ich natürlich... Für dich haben sie die Maske fallen lassen, weil du vorgebildet warst. Ich hatte das nötige Vorwissen. Ja. Okay. Und deswegen, dann habe ich natürlich diese Idee, die ich entwickelt hatte, dass der öffentliche Rundfunk uns gehört, ja, die habe ich dann sofort umgesetzt im März, April 2020. Und ich habe einen E-Mail-Verteiler gegründet, gesagt, wir machen jetzt eine Kettenreaktion. Denn jetzt wissen wir, was Sache ist. Jetzt spürt ihr das auch alle. Ihr seid alle im Lockdown. Jetzt müssen wir was tun. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute es nicht verstanden haben. Denn die haben eigentlich diese Haltung gehabt, ja, in fünf Wochen ist es alles wieder vorbei und dann ist alles wieder wunderbar. Mhm. Und deswegen habe ich dann eigentlich ein bisschen verzweifelt aufgegeben. Ja. Ich habe dann im Sommer, ja, ich habe noch einen zweiten Versuch an Weihnachten gemacht, ja, Ende 2020. Ansonsten war ich sehr dankbar über die Bewegung. Ja. Da gab es dann die Querdenkenbewegung. Da war ich sehr dankbar, dass sich Leute wehren, ja, und habe das mit sehr großem Enthusiasmus verfolgt, vor allem den August 2020. Und das war dann sehr traurig, dass das alles nicht zu dem erhofften Umschwung geführt hat. Ja?
Und ja, und Ende 2021, da kam dann der nächste Evolutionsschritt. Das war die Spaziergängerbewegung, in dem die Politik eine noch weiter die Schraube angedreht hat mit völliger Irrationalität. Okay, lass uns noch mal ganz kurz bei den Querdenkern bleiben. Ja. Du hast gesagt, jetzt sind viele Leute auf der Straße und so weiter. Und jetzt hast du das wahrgenommen und jetzt könnte was in Bewegung geraten. Das ist dann nicht so weit, hat sich das nicht fortbewegt, wie es wünschenswert gewesen wäre. Siehst du da auch, wie sind die öffentlichen Medien mit den Querdenkern umgegangen? Wie haben die quasi den Zielen und den Forderungen der Querdenker den Wind aus den Segeln genommen? Ja, es ging genau darum natürlich, dass diese Heuchelei nicht aufgedeckt werden durfte. Sie mussten also weitermachen. Ja? Sie mussten die gute Bewegung diffamieren. Und da haben sie natürlich alle Mittel in der Hand. Das ist ja genau die Deutungshoheit der Leitmedien. Sie können steuern und sie haben die wissenschaftlichen Grundlagen. Ich glaube, da gibt es ja das Framing Manual von der ARD, das kennen wir alle. Wir kennen auch von 2014 schon eine Inhouse-Studie der ARD zum Maidan, wo sich die ARD selber Propaganda bescheinigt hat, sozusagen. Ja, das heißt, sie hat zugegeben, dass sie 95% auf der Seite der Ukraine war und nur zu 5% die andere Seite berichtet hat. Also das haben sie in der eigenen Studie festgestellt. Also mit anderen Worten, also die haben sich selber ein schlechtes Zeugnis ausgestellt und Konsequenzen daraus? Nee, die haben dann keine Konsequenzen gezogen, sondern sie haben das abgetan als relativ unbedeutende Studie und haben das dann in der Schublade verschwinden lassen. Also so ein Regime-Change, der von außen auch befeuert wurde, ist eine unbedeutende Studie. Na, folgen die einem Narrativ? Gibt es da sowas wie ein Paper? Na, oder findet die Selektion der Themen auf subtilere Art und Weise statt? Das ist sehr subtil. Wie gesagt, wenn Sie konfrontiert werden mit sowas wie einer Querdenkenbewegung, mit einer Freiheits- und Demokratiebewegung, dann haben die natürlich einen ganzen Werkzeugkasten, wie sie das kleinreden können. Das haben wir alles erlebt 2020. Ja gut, das sind ja solche Begriffe wie Aluhutträger, Corona-Leugner. Heute sind dann plötzlich Putin-Versteher. Also das sind ja alles Beleidigungen, eine nach der anderen. Genau, und deswegen ist es auch irgendwann langweilig, das alles zu analysieren. Ja? Weil es ist immer dasselbe System und Professor Mausfeld ist ein großer Vorreiter da, wo sein Buch Warum schweigen die Lämmer, ja, das sind alles so Grundlagen, damit man versteht, wie sie in unsere Köpfe eindringen. Und jetzt haben wir mit der Gehirnforschung sind wir schon viel weiter. Es geht nicht nur um Medienforschung oder um Psychologie. Es geht wirklich um alle Ebenen des Menschseins, wie man uns beeinflussen kann und was man eigentlich von uns will, wie man die Herde steuern will und wer profitiert eigentlich davon? Ja, und vor allen Dingen, mich erschreckt ja auch, wer da alles mitmacht. Mhm. Also bei dieser ganzen Lockdown- und Corona-Problematik, ich habe keine Gewerkschaft mehr gesehen, ich habe keine Kirche mehr gesehen, alle haben sie mitgemacht. Jetzt gibt es Leute, die einen Supermarkt leiten oder irgendwie so eine Filiale da vom Rewe und russische Produkte auslisten. Und jeder macht da irgendwie mit. Ist das der blanken Dummheit der Leute geschuldet oder ist das einfach, weil sie en vogue sein wollen, weil sie einfach quasi mit der Herde schwimmen wollen, weil das einfach gerade vorteilhaft ist in der Außenwahrnehmung? Ja, die Motive sind unterschiedlich und wir haben es gerade ja schon gesagt, ja, es geht um die Werte, die man hat, ja, und wenn man die Werte halt seit Jahrzehnten so vorlebt, ja, und wenn man auch Fehler macht 1945 und 1990, ja, wo man über Werte geredet hat, ja, und über Strukturen, über Institutionen, wenn man diese Gelegenheiten nicht wahrnimmt und wenn man Kräfte hat, die bewusst dazu führen, dass wir die falschen Werte haben, ja, dann kann man, wie gesagt, natürlich dem Einzelnen immer den Vorwurf machen, ja, dass er ein äußerlicher Mensch ist oder dass er rücksichtslos ist gegenüber seinen Mitmenschen, dass er nicht mehr das soziale Gewissen hat oder überhaupt ein Gewissen. Ja. Die Gewissenlosigkeit wird dadurch hinerzogen. Ja. Wie gesagt, wir sprechen hier von einem umfangreichen Wissen auf allen Ebenen. Ja. Soziologie, Psychologie, Medienwissenschaften, Politikwissenschaften.
Das habe ich mir gegönnt, das umfangreich von jeder Seite zu betrachten. Okay. Und, aber wie gesagt, die Analyse wird irgendwann langweilig. Aber sag mal, wenn das aus so ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, wir haben ja schon mal über die vierte Macht gesprochen, also die Medien, die eigentlich die Politik kontrollieren sollen und normalerweise, wenn ein Skandal oder sowas, eine Lüge aufgedeckt wird, dann normalerweise stürzt sich ein richtiger Reporter da drauf, macht das öffentlich, der vertuscht das nicht. Na, aber jetzt sagst du jetzt über die Soziologie, die Psychologie und so weiter. Sag mal, ist das jetzt der Faschismus hoch drei, wo sich alle sozusagen verbinden? Es ist eigentlich der Faschismus von Aldous Huxley, ja, weil wir haben alle diese Soma-Pille jetzt und die irgendwie sind wir diese Bastion, das gallische Dorf, Internet, wo sich einige Leute jetzt geschart haben und aber Soma ist vielleicht der beste Begriff für das alles, was hier passiert. Ja? Denn ich war ja zum Beispiel mit Programmdirektor Klaus Brinkbäumer vom Mitteldeutschen Rundfunk in der Sendung im Publikum und habe ihm ein paar Fragen gestellt zum Thema Ukraine-Krise und Medien, Freiheit der Presse. Da ging es ja um den Tag der internationalen Pressefreiheit. Und da hat sich halt herausgestellt, der Mann lebt in völlig unterschiedlichen Bewusstseinsräumen. Er hat gesagt, die Gewaltenteilung funktioniert in seinen Augen. Ja. Er hat nicht davon geredet, dass die dritte Säule unter weisungsgebundener Staatsanwaltschaft leidet, genau dann, wenn es um politische Prozesse geht. Gerade also Justiz, weisungsgebundene Staatsanwälte. Genau, ja. Also die Judikative. Ja, und dass also damit ist eine Säule schon mal komplett weg. Ja, und er hat die vierte Säule auch als gut bezeichnet und das in einer Sendung, die man ganz klar als Framing bezeichnen kann, ja, in dem zum Beispiel im Publikum eine Ukrainerin gefragt worden ist, die vorausgewählt worden ist, damit sie ein paar Sätze sagen darf, ja, und damit wieder ganz klar einseitig zum Thema Ukraine-Krise diese Sendung, die unter dem Titel war Tag der Pressefreiheit. Also ja. Kein freier Diskurs, es wurde nicht beide Seiten gehört. Genau, wenn man die Sendung analysiert, dann stellt man genau fest, dass die ganzen Demonstrationen von Gewalttätigkeit strotzen, von Rechtsextremen unterwandert sind, dass Respektlosigkeit gegenüber Journalisten... Also Anti-Kriegsdemonstrationen sind inzwischen rechts. Das ist das Interessante, wenn man diese Sendung analysiert. Ja? Also mit anderen Worten, ich bin ja selber... auf vielen Spaziergängen gewesen, ja, und dann sieht man diese Sendung und dann weiß man ganz genau, was diese Sendung bewirken soll. Und das Spannende ist, dass dann der Herr Programmdirektor direkt in der Sendung sitzt und vom Gegenteil redet, während er die Sendung ausstrahlt. Das heißt, es sind völlig unterschiedliche Bewusstseinsräume und man fragt sich dann, ist es Absicht oder ist es ein Selbstbetrug? Also man versteht es nicht mehr ganz. Ja. Und deswegen sage ich ja, die Analyse langweilt, wir kümmern uns jetzt um die Lösung. Okay, du hast Soma-Pille gesagt. Erklär doch mal für jemanden, der die Soma-Pille nicht kennt. Die Soma-Pille bedeutet eigentlich, dass wir die Diktatur lieben. Wir nehmen sie an und wir drehen sie in unserem Kopf um und dadurch wirkt sie wie etwas, was uns wirklich gut tut. Diese Diktatur tut uns gut, sie schützt uns und es ist gut, wenn wir wenig Rechte haben für uns, weil die stören ja auch nur die Allgemeinheit und es ist, glaube ich, besser, wenn wir alle stromlinienförmig unsere Rechte aufgeben. Und die anderen wissen Bescheid und... Wir haben unsere Hirten und die können das dann bestimmen. Das macht Sinn, weil die sind klüger als wir und deswegen sind wir super dankbar, dass wir die haben und wir geben dafür gerne unsere Rechte her. Okay. Die Soma-Pille. Wir geben Verantwortung ab und der Diktator oder der Führer wird es schon richtig machen. Ja. Das Leben ist einfach übersichtlich und wir müssen uns nicht drum kümmern. Ja. Genau. Ich möchte noch zweimal kurz zurückspringen, ja, bevor wir auf die Lösung kommen. Wir hatten vorher über die Querdenker gesprochen und es gab ja nochmal einen qualitativen Fortschritt sozusagen in dem Widerstand durch die Spaziergänger, die jetzt keinem öffentlichen Aufruf, keiner Organisation mehr gefolgt sind, sondern
Wie hast du das wahrgenommen und wie sind die Medien mit den Spaziergängern umgegangen? Also für mich war es der ausschlaggebende Punkt. Das war nämlich genau der Moment, als in Wien die Leute spontan auf die Straße gegangen sind, weil Impfpflicht ist sowas von pervers irrational, dass man da eigentlich nur noch mit dem Bauch reagieren kann. Ja? Da ist absolut die Grenze erreicht. Das war spürbar. Da braucht es dann plötzlich keine Organisation mehr. Da geht man spontan da, wo man hingehört, nämlich auf die Straße. Und das war der Startpunkt auch für meine Initiative. Und das besonders Schöne war, was wir seitdem erleben, ist, dass wir jede Woche uns da treffen, ohne Organisation. Das ist ein Evolutionsschritt gewesen im Vergleich zu Querdenken, die ja auch schon fortschrittlich waren, indem sie dezentral organisiert waren, dass sie sagen, jede Stadt muss aufstehen hier, nicht nur irgendwie eine oder eine Organisation. Und jetzt plötzlich ist jeder aus seinem Haus raus und zu einem bestimmten Ort, an den Kirchplatz oder an den Dorfplatz oder Rathausplatz. Und dort hat man die Leute getroffen, mit denen man sofort auf einer Wellenlänge war. Man hat einfach gespürt, hier stimmt etwas nicht, hier müssen wir Verantwortung übernehmen. Und man hat neue Freundschaften, neue soziale Kontakte. Alles hat sich von selbst ergeben. Etwas teilweise, es ist jede Woche wieder fremde Leute, ja, und wieder neue Leute. Das war eine unglaublich spirituelle, auch positive Erfahrung. Ja. Und das ist etwas, was mir Hoffnung macht. Ja. Und die Art und Weise, wie die Medien damit umgegangen sind. Wir haben teilweise mit der Lokalpolitik und mit der Polizei und den verschiedenen Verantwortlichen Zooms gehabt, ja, mit denen wir uns getroffen haben. Und die waren völlig perplex. Die haben sowas noch nicht erlebt, dass so etwas nicht angemeldet wird, weil normalerweise gibt es Verantwortliche. Aber es gab plötzlich keinen Verantwortlichen mehr. Man ist einfach auf den Kirchplatz gegangen. Ja, das war eine Selbstermächtigung, ne, für jeden Einzelnen. Eigentlich, ja, genau so. Das, was man braucht. Und der Michael Ballweg, als ich ihn das letzte Mal persönlich gesprochen habe, hat gesagt, okay, er zieht sich auch deswegen zurück, weil die Leute jetzt alleine gehen, weil sie keinen Führer mehr brauchen. Richtig, ja, so. Richtig. Und diese Selbstermächtigung, ich sage es mal, wir müssen ja keine Demonstration anmelden. Normalerweise ist das Grundrecht einfach da, dass ich mich friedlich versammeln kann unter offenem Himmel. Ja, und ich brauche keine Anmeldung. Die Anmeldung dient ja eigentlich nur dazu, dass die Polizei die Demonstration schützt und nicht bekämpft. Ne? So, also da hat sich ja auch schon einiges wieder umgedreht. Gut. Also das ist schon mal ermutigend. Ermutigend. Hoffen wir, dass es viele sind im Geiste und auch wieder bald viel mehr auf der Straße, denn es gilt hier was zu reißen, ne? Nämlich die Selbstermächtigung. Da kommen wir auch noch in der Lösung noch mal drauf. Aber wir müssen 1945, 1990 noch mal ganz kurz beleuchten. Du hast gesagt, dort wären Zeitpunkte gewesen, dort hätte man Wesentliches besser regeln können. Willst du da mal einen Hinweis geben aus deiner Sicht, was besser hätte geregelt werden können zu diesen Zeitpunkten? Ja, also das Wesentliche ist, dass da keine gerechte Welt entstanden ist 1945, sondern dass letztlich da die Siegermächte das nach ihrer Fasson geordnet haben. Ja, da, zum Beispiel auch das Geldsystem wurde da in gewisser Weise formatiert. Ja. Und wenn wir jetzt so Whistleblower betrachten, wie zum Beispiel John Perkins, der das Buch geschrieben hat, Geständnisse eines Wirtschaftsagenten, ja, Confessions of an Economic Hitman, da lernen wir, wie die 50er, 60er, 70er, wie damals die Welt systematisch ausgebeutet werden konnte durch eine Machtstruktur. Ja. Und das ist etwas, was natürlich zu einer ungesunden Weltentwicklung geführt hat. Auch der Kalte Krieg war ein Modell, was dann in den 40er Jahren von gewissen Strukturen namens Containment-Politik hieß es, glaube ich, ja, etabliert worden ist. Das heißt, da wurde ein Modell gebaut, wie man die Welt perfekt ausbeutet und wie man, so ist die dritte Welt entstanden, ja. Und wenn man jetzt 1990 anschaut, da war wieder ein Sprung und da war
sogar in etablierten Parteien der Gedanke da, dass man die NATO auflöst, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist diese gespaltene Welt am Ende, jetzt könnten wir das zusammenführen. Es gab den Begriff Friedensdividende. Es gab also schon ein paar vernünftige Stimmen, aber das Interessante ist, wenn man die Details analysiert, dass diese vernünftigen Stimmen zum Schweigen gebracht worden sind und dass die Stimmen, die eine noch ungerechtere Welt etabliert haben, dass die sich durchgesetzt haben aufgrund ihrer Machtstrukturen im Hintergrund. Und das ist eigentlich das Ergebnis, was man nur, wo man halt ehrlich aufarbeiten muss. Ja? Das ist das, was die Medien nie getan haben. Ja? Sie reden an den eigentlichen Dingen vorbei. Sie machen keine historische Aufarbeitung, weder 1945 noch 1990. Sie reden die Dinge schön. Sie machen das absichtlich, teilweise, weil sie Milliardenkonzerne sind, die auch, im Auftrag solche Beschönigungen zu tun haben, ja, im Lauf der Jahrzehnte. Es gibt immer wieder mal so Gegenbewegungen, die man auch analysieren kann, aber im Großen und Ganzen leben wir einfach in einer verlogenen Heuchlerwelt, ja. Und das kann man in einem Punkt so sagen, der Westen ist das Übel dieser Welt. Und wenn wir das nicht zugeben, wenn wir keine Selbstreflexion und keine Selbstkritik uns selber gegenüber haben, dann wird diese Welt zugrunde gehen. Ja? Weil man kann nicht einfach der Übeltäter dieser Welt sein und sich und so tun, als wäre man auf der guten Seite. Es geht nicht. Hast du ja vorher mal gezuckt, als du gesagt hast, so ist die dritte Welt entstanden. Als ob wir drei Weltkugeln hätten, na, so, und mit einem Raumschiff mal rüberfahren in die zweite oder gar mit einem anderen Raumschiff weiter zur dritten. Wir leben auf einer Welt und da müssen wir klarkommen. Ja, und es geht ja um Umverteilung, um Macht, um Ausbeutung, na, um Bereicherung. Und man sieht das ja zum Beispiel auch 1990 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo US-amerikanische Anwaltskanzleien die neue russische Verfassung geschrieben haben, mit dem Ergebnis, dass sämtliche Rohstoffe aus Russland rausflossen und die Russen selber nichts mehr dran verdient haben. Ja, also das sind lauter solche Dinge, die spannend sind zu beleuchten und die einfach versäumt wurden. So, jetzt sind wir 2022 und du sagst Leuchtturm ARD, ORF, SRG. Also es geht um den öffentlichen Rundfunk, für den wir alle im Prinzip Gebühren bezahlen oder Beiträge, wie sie es jetzt nennt. Deine Initiative hat ja gewisse Ziele und du hast einen Vier-Punkte-Plan. Möchtest du uns darüber mal aufklären? Ja, also wie gesagt, am Ende der Analyse kommt die Lösung. Und die Lösung ist die, die Medien sind organisiert in Leitmedien, in Milliardenkonzerne, die weltweit das westliche Narrativ bestimmen. Wir haben diese Milliardenkonzerne natürlich auch in China, in der russischen Welt. Ja. Das ist etwas absolut Menschliches, dass man sich strukturiert und dass man erkennt, wo die Mächte sind. Die Macht ist dort, wo man in die Köpfe eindringt. Ja. Jetzt haben wir aber ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt einen einzigen Milliardenkonzern, der uns gehört, uns der Bevölkerung. Die Bevölkerung in Deutschland hat die Besonderheit, dass sie den teuersten Milliardenmedienkonzern selbst finanziert. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja? Und der Ansatzpunkt ist der, wenn wir so etwas haben, das im Medienstaatsvertrag auch noch festgelegt ist auf Ausgewogenheit und Staatsferne, ja, dann muss man sich doch fragen, wie wir uns das gefallen lassen konnten, diesen Milliardenkonzern uns nehmen zu lassen. Ja? Das habe ich mich immer gefragt. Also entweder wir leben in dieser Heuchlerwelt, haben heuchlerische Medien und die bezahlen sich selber, oder aber wir haben hier ein Machtmittel, eine Informationsplattform, die uns aufklärt über die Verhältnisse. Dann wissen wir, auf welcher Seite wir stehen wollen. Ja, wollen wir wirklich die Welt ausbeuten, weil wir so stark sind und so toll fühlen? Ja, dann müssen wir halt die Schwachen ausbeuten. Ja, oder wollen wir eine gerechtere Welt? Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir, die 99%, dann zu entscheiden hätten. Ja. Okay. Und der Schlüssel ist einfach der, wenn wir diese Welt mitentscheiden wollen über die Leitmedien, dann müssen wir einen offenen Diskurs darüber führen. Ja? Der findet nicht statt, also müssen wir ihn erzwingen. Jetzt haben wir also unsere
unsere Beiträge, unsere Rundfunkbeiträge und unseren Konzern. Und wir haben ihn verloren. Wir haben es zugelassen, dass wir ihn über die Jahrzehnte verloren haben. Wir haben Programmverantwortliche, die reden von Demokratie und von Gewaltenteilung und führen das aber nicht durch. Wir wissen nicht, ob sie das so meinen oder ob sie das absichtlich tun. Wir wissen aber, dass sie auch gesteuert werden durch internationale Presseagenturen, die genau diese, die sie füttern mit einseitigen Informationen. Ja gut, aber Rundfunkintendanten werden ja auch berufen oder werden die von den Beitragszahlern gewählt? Naja, ich sag mal, das sind hochbezahlte Manager, die eigentlich die Fähigkeit haben müssen, auch die historische Betrachtung zu leisten, ja. Und bei Aussagen kommt immer wieder zum Tragen, ja, wir können ja die Bevölkerung nicht denen zumuten, dass sie die ganzen Hintergründe verstehen. Wir müssen sie eigentlich erziehen mit einem bestimmten Narrativ nach dem Motto, seid schon schön zufrieden mit dem, was wir haben und so. Ja. Okay. Also mit anderen Worten, die fühlen sich dann, glaube ich, auch wirklich so als die Mutter der Nation und sagen, na ja, wir müssen also die so in eine Richtung drängen. Also Wahrheitsministerium in also die Richtung sozusagen geht das, ja. Bezahlen die Beitragszahler für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ihre eigene Verblödung. Das ist das Dramatische, so kann man es ausdrücken. Ja? Und das ist eigentlich völlig paradox. Es ist einfach paradox. Und das ist die Grundidee gewesen, nach dem Motto, das kann nicht sein. Also entweder wir zahlen und kriegen was dafür. Und das ist auch ein juristisches Thema. Ja? Hier geht es um Nichtleistung. Genau, öffentlich und rechtlich. Ja, genau. Rechtlich halten Sie sich nicht mehr an den Staatsvertrag. Richtig. Also wir haben hier ein ganz klares Leistungsverweigerungsrecht. Und es ist ganz wichtig, hier einen legalen Weg zu finden. Denn wir können nur eine Sammelbewegung werden von vielen, vielen Hunderttausenden, wenn wir einen legalen Weg gehen und wenn wir einen Weg gehen, der keinen Mut erfordert, der uns nicht in neue Ängste stürzt, sondern wir müssen einen legalen Weg gehen. Und das ist das Widerspruchsverfahren. Also Leistungsverweigerung. Ich möchte es nochmal so ein ganz platten Beispiel machen. Wenn ich einen Kühlschrank bestelle und die liefern mir einen Rasenmäher, dann bezahle ich den Rasenmäher nicht. Richtig. Genau, und darum geht es. Wir haben es hier mit Leistungsverweigerung zu tun, ja? Und das lässt sich belegen, juristisch belegen, akademisch belegen. Und das haben wir auf unserer Webseite getan. Und vor allem mit diesem Anspruch haben wir auch die juristischen Texte verfasst, die auf unserer Webseite sind. Und jetzt geht es halt darum, dass wir mit gutem Gewissen legal in dieses Leistungsverweigerungsrecht gehen und sagen, wir haben ein Widerspruchsrecht. Dieses Widerspruchsrecht nehmen wir wahr und wir nehmen das jetzt möglichst viele. Wir müssen viele werden. Ja? Denn wir sind schon 300.000. In 6 Monaten harter Arbeit haben wir jetzt 300.000 Menschen versammelt, die diesen mutigen Weg gehen. Und wir haben ARD und ZDF ein Ultimatum gestellt. Wir wollen Dialog, wir wollen einen Versöhnungsprozess. Denn das ist unser Rundfunk und wir wollen den auch nicht hergeben. Ja? Wir wollen nicht, dass das passiert, was in Frankreich gerade passiert, dass die Gebühren abgeschafft werden. Dieser Rundfunk gehört uns und wir wollen ihn bezahlen dafür, dass wir Freiheit bekommen in den Informationen. Na gut, wir wollen ihn bezahlen, aber auch für das er eigentlich da ist. Ja, genau. So. Genau. Ihr dürft uns auch bezahlen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, wir sind für euch da. Über Spenden sind wir natürlich jederzeit dankbar. Wir bekommen von diesen Rundfunkgebühren gar nichts. Das macht ihr freiwillig. Und wir danken euch, wenn ihr ein kleines Abo abschließt oder uns einfach anschaut, weiterempfehlt. Ja. Und wir sind auch bemüht, auch weiterhin solche Inhalte zu bringen. Weil gerade in dieser Rundfunklandschaft, gerade in so einer, ja, fehlen ja die Gegenstimmen. Ja, und du sagst, wir würden gern bezahlen, genau. Aber bitteschön, wenn wir einen Kühlschrank bestellen, wollen wir auch geliefert haben. Wenn wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Meinungsvielfalt und so weiter bestellen, dafür sind wir bereit zu bezahlen, aber nicht für eine Umerziehung, die welchem Narrativ auch immer folgt. Genau, deswegen ist unser wichtigster Schritt der Zahlungsstopp. Ja? Wir machen den Zahlungsstopp, weil wir eigentlich zahlen wollen würden, wenn wir Leistung bekommen würden. Ja? Und anders funktioniert das in unserer kapitalistischen Welt leider nicht. Ja? Das Ergebnis ist dann, ja, dass wir einen bestimmten Mahnprozess durchlaufen. Ja? Und der ist genau dargestellt, um damit wir die Ängste nehmen. Denn wir haben es hier auch damit zu tun, dass wir dazu erzogen worden sind, die Regeln immer zu befolgen. Ja?
Und das ist das, was uns die Spaziergänger gelernt haben. Wir müssen jetzt auch unserer Verantwortung folgen, ja, hier auf die Straße zu gehen und eine ehrliche Welt zu fordern. Denn die Unehrlichkeit hat in den letzten 2 Jahren extrem zugenommen. Ja. Es werden nicht mehr die wissenschaftlichen Dinge beim Thema Gesundheit von beiden Seiten beleuchtet oder von mehreren Seiten beleuchtet. Es werden einseitige Narrative erzählt. Und dazu gibt es vielleicht auch ein konkretes Beispiel, das habe ich am Königsplatz erzählt, die Trusted News Initiative, ja, also die Initiative für glaubwürdige Nachrichten, ist so ein gutes Beispiel, dass sich da Medienkonzerne zusammentun und dann gemeinsam mit Pharmakonzernen indirekt verhandeln, dass die Impfung in jedem Fall die Lösung für alles ist und dass alle alternativen Heilmethoden oder sowas müssen unterdrückt werden und bestimmte Thematiken müssen unterdrückt werden. Und da tun sich dann plötzlich Internetkonzerne zusammen mit ARD und ZDF und mit der EBU, also internationale öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Presseagenturen. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, diese Medien zu steuern. Und das lässt sich auch analysieren und belegen. Das ist ganz wichtig. Das geht ja in die öffentlichen, aber auch in die privaten. Also wir hatten ja zum Beispiel das Problem mit YouTube, da Community-Richtlinien. Ja? Ihr müsst mal bei YouTube die Community-Richtlinien aufrufen zum Thema medizinische Fehlinformation und auch insbesondere zu Covid-19. Ja? So. Von 1000 Möglichkeiten wird dort eingeschränkt auf nur die Impfung hilft. Ja. Und da gibt es natürlich keine Nebenwirkungen. Alles andere wird wegzensiert. Ja. Und dann sind wir in dieser schönen neuen Welt, ja, wo alles bloß noch Orwell-Sprech ist. Genau. Und die ständige Wiederholung führt dann auch dazu, dass man Ängste entwickelt. Man entwickelt Ängste, wenn man nicht geimpft ist und solche Dinge. Ja. Das ist Massenpsychologie. Ja. Also wir wissen genau, was hier passiert. Und wir müssen uns allerdings informieren. Und Information ist eine Hohlschuld in einer Welt, in der die Deutungshoheit von einseitigen Medien gemacht wird, ja, und du hast es gerade richtig gesagt, ja, wir haben natürlich die freiwillige Möglichkeit, Eingeschenk TV und andere unabhängige Medien zu unterstützen. Das ist unsere freiwillige Entscheidung, das ist auch sehr wichtig, aber wir haben nicht diese Deutungshoheit, wir werden totgeschwiegen und wir müssen aus dieser Blase raus. Wir sind hier im Internet und werden genau wie die Spaziergänger auf der Straße diffamiert und deswegen ist es ein Kreislauf, den wir hier seit Jahren und auch Jahrzehnten, wenn wir andere Demonstrationsbewegungen betrachten aus der Vergangenheit, es ist immer ein Kreislauf, die Mahnwachen, sage ich jetzt mal 2014. Ja. Man wird sofort in eine Ecke geschoben und es gibt immer dieselben Strukturen, die einen ungerecht und unehrlich behandeln. Denn es ist das Aufbrechen der Heuchelei ist nicht gewünscht. Okay. Ja, wie gesagt, das ist der erste Schritt, Zahlungsstopp. Genau. Ja, Zahlungsstopp verbunden mit der Forderung, wir müssen ins Gespräch kommen, wir wollen, dass ihr wieder ordentlichen Journalismus leistet. Das ist der wichtigste Schritt und wir haben jetzt da auch im Hintergrund bauen wir jetzt Strukturen, dass wir wirklich in jeder Region das Thema lancieren. Wir müssen viele werden und das ist auch der wichtigste Schritt. Wir sagen 4 Schritte in die Verantwortung, raus aus der Ohnmacht. Wir müssen erkennen, was für eine Macht wir hier haben, denn wir sind die 99%. Ja? Und der Schritt 2 bis 4 ist da eigentlich nur eine Ergänzung. Mit dem 2. Schritt wehren wir uns mit einem Antrag auf Beitragsbefreiung. Das ist ein Verwaltungsaufwand, den wir da kreieren. Das hat unser Anwalt extra zur Verstärkung dieser Thematik formuliert. Das heißt also, das ist etwas, was man als begleitende Maßnahme, was sehr wichtig ist. Ja, der Schritt 3 ist ein Brief, ein Beschwerdebrief, den wir zentral zu uns schicken, damit wir waschkörbeweise das bei ARD und ZDF medienwirksam abladen, ja, damit hier auch ein Bild dazu entsteht, was für ein Protest in der Bevölkerung entsteht. Okay. Das ist also, wir wollen sie mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Sie
dringen mit Bildern in unsere Köpfe und wir werden Bilder dagegen setzen, nämlich wie viele wir sind und was wir tun können. Das, der vierte Punkt ist das Unterschreiben des Manifestes. Also das sind begleitende Maßnahmen. Aber wenn wir hier eine ehrliche und friedliche Welt wollen, dann reicht Schritt 1 theoretisch. Ja? Denn Schritt 1 ist der Zahlungsstopp. Damit zeigen wir, dass wir im Recht sind. Wir haben hier ein Recht auf Leistung. Und das Schöne an dieser Leistung ist, wenn wir den offenen Diskurs haben, dann können wir unsere Probleme am Verhandlungstisch lösen. Dann haben wir dann müssen wir keine Waffen mehr liefern, dann müssen wir keine Gewalt einsetzen. Wir sind an einem Punkt, wo unsere Zivilisation in der Lage sein muss, seine Konflikte am Verhandlungstisch zu lösen. Alles andere ist Heuchelei und sind fremde Interessen, die da reinspielen. Und deswegen sage ich immer, wir sind die 99%, weil wir noch nie ein Interesse hatten im Lauf der Weltgeschichte, dass hier mit Köpfe einschlagen die Dinge gelöst werden. Ja? Okay, dieser Zahlungsstopp ist das eine, das allerdings verbunden mit einer Rüge, so nach dem Motto, ihr müsst euer Angebot nachbessern. Ja? Genau, es geht um... Dann dieser Antrag auf Befreiung, das ist natürlich etwas, was wiederum die formalen Schritte normalerweise etwas beruhigt, so nach dem Motto, könnte ich nicht erst beantragen, wenn sie mich freistellen, dann mache ich den Zahlungsstopp, aber dann kommen die wahrscheinlich nie in den Tritt. Ja? Und, aber sag mal, das erinnert ja auch schon an andere Initiativen, die sich quasi mit den Rundfunkbeiträgen beschäftigen, die aus rechtlicher Sicht sagen, die dürfen das nicht erheben oder es ist eine Zwangsgebühr seid ihr da im Kontakt? Wo sind dort die Überschneidungen oder ist es ein gemeinsames Projekt? Ja, ich habe natürlich alle kontaktiert, die vorher schon diese Initiativen zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemacht haben. Ja, wir arbeiten eng mit rundfunk-frei.de zusammen. Aber es gibt natürlich philosophische Unterschiede insofern, dass dort die Meinung vorherrscht, keine Zwangsgebühr, es darf nicht sein. Ja? Und philosophisch gesehen ist es durchaus richtig, dass wir eigentlich freiwillig in einer freiwilligen Welt leben sollten. Ja? Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass der Betrag selber, die Höhe des Betrages ist natürlich auch diskussionswürdig. Ja? Denn wir haben es mit einem verkrusteten Apparat zu tun, der nichts mehr kaufmännisch auf die Reihe kriegt. Ja? Aber wir müssen ja auch geopolitisch und philosophisch betrachten. Ja? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gegründet worden, damit er den 99% eine Stimme gibt, damit wir einen Ort der Bildung haben. Wir wollen politisch mündige Bürger werden, ja? und sein. Und das ist ein Apparat geworden, der uns bewusst zur Unmündigkeit erzogen hat, indem er uns die Hälfte der Weltgeschichte vorenthält und die Hälfte der Informationen vorenthält. Das ist dann manipulative Desinformation, was am Ende herauskommt. Und, und das müssen wir, glaube ich, einfordern. Ja? Also wir haben die Haltung, wir wollen diesen Rundfunkbeitrag bezahlen. Wir wollen nicht, dass es, so wie Macron gerade gesagt hat, dass er jetzt die Gebühren abschafft. Im Gegenteil, wir wollen das Recht behalten, dass wir das bezahlen dürfen. Aber auch die Kontrolle. Natürlich. Mit dem Zahlen haben wir ein Recht auf die Leistung. Und die Leistung ist die Mündigkeit, die politische Mündigkeit, dass wir politisch gebildet werden durch die Multipolarität dieser Welt. Denn dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, das sind ganz elementare Voraussetzungen für die Ausübung demokratischer Rechte, ja, überhaupt zu verstehen, richtig, was passiert. Aber sag mal, die Franzosen haben jetzt den Rundfunkbeitrag abgeschafft. Ja. Viele werden jetzt klatschen und sagen, das müssen wir auch machen. Ja. Allerdings, wer finanziert dann den Rundfunk und haben wir dann überhaupt noch die Möglichkeit, unsere Rechte dort, einzufordern? Na, siehst du da eher die Gefahr in Frankreich, dass es jetzt zum absoluten Staatspropagandafunk wird? Das ist ja genau das Thema. In dem Moment, wo wir diese Bezahlung aufhören, haben wir gar keine Einflussmöglichkeit mehr. Ich meine, es ist paradox und pervers, dass wir es zahlen und trotzdem keinen Einfluss geltend gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Also im Prinzip
Wir machen diesen Fehler gerade gut. Wir wollen Beitrag und Leistung ist eine Einheit. Und weil wir zahlen, haben wir auch Mitsprache. Ja, und wir wollen diesen Fehler gerade gut machen. Ja? Aber mit dem Abschaffen der Gebühren schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Denn wir wollen ja die Hand drauf haben. In einer, und es gibt ja auch viele Länder, die haben ein freiwilliges Rundfunksystem oder ein freiwilliges Mediensystem oder gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und bestimmen Konzerne, wie viel Geld sie diesen Medien geben. Ja? Und da, die bestimmen dann zum Beispiel Monsanto oder so. Ja? Da kommt es dann zu Dingen, die auch in einer Dokumentation auf unserer Webseite zum Thema ist. Ja? Eine preisgekrönte Dokumentation namens The Corporation. Ja? Alles auf unserer Webseite zu finden. Also wir kennen ja die Dokumentation, was passiert, wenn wir durch Medien in die falsche Richtung manipuliert werden. Ja. Und jetzt haben wir hier etwas in der Hand mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten hätten haben können, aber wir haben es nicht durchgesetzt. Und wir haben es selber nicht eingefordert. Wir waren selber zu träge und diese Salami-Taktik, immer mehr tendenziös, immer ein bisschen verengter dieses Meinungsspektrum, immer mehr Gender und Emotion, weniger Information, immer mehr. Na, irgendwann ist halt das Wasser so heiß, dass der Frosch rausspringen muss oder er wird gekocht. Genau, und das immer wieder bei Soma. Ja? Das ist eine Sache, die wirklich wie die Temperatur des Froschwassers immer weiter geschraubt werden kann. Und das kann man dokumentieren. Okay. Zur Höhe des Rundfunkbeitrages hatten wir im Vorgespräch auch schon ganz kurz gesprochen. Du zeichnest dich aus als Filmemacher, ja, dass du immer maximal die Hälfte des Budgets gebraucht hast. Die Öffentlich-Rechtlichen kommen ja nie aus mit ihrem Geld. Ja. Es gibt zwar so einen Rundfunkrat, Rundfunkbeirat, wie auch immer, das gibt es wohl alles. Aber ist das ein Selbstbedienungsladen, ein Fass ohne Boden? Ja, das ist ein verkrusteter Apparat, der halt einfach auch nicht die Kräfte von außen zugelassen hat, dass man sinnvolle Reformen durchführt. Und das hängt immer mit Machtverhältnissen zusammen natürlich. Also da muss richtig durchgewischt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und wenn wir davon reden, dass wir ein Recht haben müssen, unsere politisch und der Leuchtturm ist ja eine Art Symbol für diese Orientierung. Ja? Das ist eine Plattform, wo offener Diskurs stattfindet. Und der kostet natürlich nur einen Bruchteil von den 18 Euro, die wir jetzt gerade zahlen. Ja? Das heißt also, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Modelle. Und da reden wir dann vom runden Tisch mit ARD und ZDF. Wir wollen das bezahlen, dass wir politisch mündige Bürger sind. Ja? Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass wir einen Euro dafür bezahlen. Ja? Und für diesen einen Euro bekommen wir freie Redaktionen und freien Journalismus. Das bedeutet auch, dass die Journalisten, die wir haben, wie Paul Schreier oder Dirk Pohlmann oder Albrecht Müller, führende Journalisten des Internets, die seit Jahren kompetenten Journalismus machen, dass solche Leute integriert werden für unseren Euro. Ja? Mhm. Und dafür bekommen wir dann multipolaren Journalismus. Also nicht ein Euro zusätzlich, sondern ein Euro. Genau. Und die anderen 17 Euro, da müssen wir aufräumen. Da müssen wir aufräumen und wirklich fragen, wo die momentan hinfließen. Okay. Es ist ohnehin Frühling. Zeit für einen Frühjahrsputz. Bei den öffentlichen Medien, vielleicht sogar auch in der Politik, vielleicht sogar auch in der Justiz. Und anschließend haben wir eine schöne neue Welt. Das ist das Ziel. Zumindest genau. Eine funktionierende Demokratie. Sag noch schnell deine Internetseite, wo findet man euch? Leuchtturmard.de. Da ist der Weg aufgezeichnet und auch die Dokumentation für diejenigen, die nicht genau wissen, was ARD und ZDF falsch gemacht hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Also wenn ihr das nicht wisst, dann weiß ich, müsst ihr da hinschauen, wenn ihr Mut habt. Seid mutig. Du bist mutig, mein lieber Jimmy. Ich wünsche dir viel Erfolg, ja, und das ist ein demokratisches Engagement, deswegen sitzen wir hier, dann macht einfach mit, in diesem Sinne viel Erfolg, vielen Dank, seid mutig, vielen Dank für deinen Mut vielen und Dank. Vielen Dank für die Einladung. Dank.